Wer weiß das schon? Die Loki 1649 Superstar, geflogen vom Uli Richter. Ja, ein sehr elegantes Flugzeug. Wie gesagt, diese Superstar und auch die Super Constellation sind für mich die schönsten Airliner überhaupt. Und es gab in Europa vor Jahren noch eine fliegende Lockheed Super Constellation, die von der Firma Breitling betrieben wurde und am Flugplatz oder Flughafen in Basel in der Schweiz stationiert war. Sie war auch auf dem Oldtimer-Treffen auf der Hanweide zu Gast im Überflug. Das war, glaube ich, so noch 2007 oder so, wenn es war. Dann wurde das Flugzeug leider gegroundet, weil die Ersatzteilversorgung der aufwendigen Light-Motore, Doppelstamm, jeweils 14 Zylinder, noch sehr aufwendig ist und die Ersatzteilversorgung ist halt sehr schwer umzusetzen. Also wäre toll, wenn das Flugzeug wieder irgendwann fliegen würde. Das Flugzeug war auch bei der US Air Force eingesetzt als Militärtransporter, beim sogenannten Military Air Transport Service und eben auch als Passagierflugzeug. Man nannte die Super Constellation auch die Königin des Nordatlantik oder das beste dreimotorige Flugzeug der Welt, weil es doch immer wieder mal vorkam, dass ein Motor seinen Dienst quittierte und das Flugzeug eben nur dreimotorig gelandet ist. Jetzt hier im Flug die L1649 Superstar, der Nachfolger der Super Constellation. Wer fliegen will, der soll sich jetzt bitte anmelden. Wir haben hier ganz schön Luft zum Anstellen. Also die Bedingungen werden nicht mehr besser. Es ist ideal heute, der Wind geht auch in vorne. Keine Turbulenzen, so wie es aussieht. Der Flieger fliegt wie auf vielen. Also wenn ich jetzt renne, dann. Thank you.
das Fahrzeug ist ausgefahren. Die Superstar kommt jetzt über den rechten Gegnerflug, Innenflug. Das ist der 1-0 in Oppingen International. Jetzt hinein in den Innenflug, wo es Innenteil ist er genannt. Absolut ruhig, ohne Wurzeln, ganz, ganz toll. So, die Nase geht hoch und wunderschön gelandet. Und die Jockey, Superstar, bitte ruhig.